Hallihallo, guten Morgen, guten Mittag, kann man schon fast sagen. Ich bin gerade nach Hause gekommen und habe ein Paket von Sensi bekommen. Es ist ziemlich groß und ziemlich schwer und es hat einen ziemlich coolen Inhalt. Es ist nämlich die erste Bestellung aus der neuen Saison. Das heißt, da sind meine neuen Vorführlampen drin und ich freue mich mega und dachte, wir packen einfach mal zusammen aus. Ja, habt ihr schon im neuen Katalog gestöbert? Habt ihr schon eure Favoriten ins Auge gefasst? Habt ihr schon geschnuppert? Die neuen Düfte sind echt der Wahnsinn. Also ich finde jetzt so nach der kalten Zeit, brauchen wir auch mal wieder neue, frische Düfte. Ja, hoppala. Ich glaube, aber Düfte sind gar nicht wirklich mit drin. Hier sind jetzt hauptsächlich, ich glaube, ich Lampen mit dabei. Also wenn man eine Fancy-Bestellung hat, kriegt man immer so einen Packzettel dabei, damit man auch sehen kann, was habe ich bestellt, wie viele Artikel waren das und wie viele Artikel sind auch wirklich geliefert worden und gibt es eventuell eine Nachlieferung. Also es kann, hallo Jennifer, es kann manchmal sein, wenn ihr direkt über Fancy bestellt und bekommt so eine Liste mit dazu, dass hier hinten eine 1 steht. Das heißt, ihr habt dann ein bestimmtes Produkt bestellt, was vielleicht gerade nicht vorrätig war oder so, dann wird es nachgeliefert. Genau, ja, jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. So, also, was haben wir denn hier gleich als erstes? Freue ich mich mit am meisten drüber. Hi, hi. Ja, wenn ihr eine bestimmte Lampe im neuen Katalog schon ins Auge gefasst habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht ist ja genau die Lampe mit dabei und wir können die ein bisschen genauer zusammen anschauen. Also, als erstes habe ich mir ausgesucht als neue Vorführlampe die Birds of Paradise. Ich finde die mega, mega hübsch und auch super sommerlich. So, also so schaut es immer aus, wenn ihr eine Sensi-Lampe bekommt. Bei einer großen Sensi-Lampe schaut es so aus. So, dann habt ihr hier oben erstmal ja, ein paar Hinweise auch über die Garantie. Leben lang übrigens. Beziehungsweise ein Leben lang ist eigentlich falsch ausgedrückt, denn ja, auch wenn euer Leben zu Ende ist, bekommt ihr weiterhin die Garantie. Es ist eine unbegrenzte Garantie. Genau, dann habt ihr hier eine Box, wo das Deckelchen drin ist. Und man kann schon, diese Box stört mich jetzt, man kann schon erahnen, die Lampe ist leicht rosa. Oh, ich freue mich echt, das ist so cool, das ist immer wie Weihnachten und Ostern, wenn man die erste Bestellung von der neuen Saison bekommt und neue Ausstellungslampen. wow. Wow, wow, wow. In der Mitte muss man mal aufpassen, wenn man die neuen Lampen auspackt, da ist die Glühbirne drinne. Und dann, ta-da-da-da, oh, wie cool ist die denn bitte, oder? Also hier, auch hier ist nicht jede Lampe gleich. Ihr habt immer verschiedene Aufdrucke von den Pflanzen drauf. Die Lampen sind ja wirklich alle handgemacht. Ist die nicht mega hübsch? Jetzt gucken wir mal, wie ich hier vorbereitet bin. Habe ich eine Steckdose frei? Ja. Wollen wir sie leuchten sehen? Habt ihr Lust? Dann werde ich nämlich gleich mal das Glühbirnchen reinschrauben. Jetzt in den kalten Wintermonaten müsstet ihr bitte darauf achten, wenn ihr eine Lieferung bekommt, die vielleicht draußen abgestellt wurde ja, oder es einfach kalt war im Postbotenauto und ihr tut die rein, nicht die Lampe direkt anschalten. Lasst die erstmal sich ein bisschen an die Raumtemperatur gewöhnen. Ich war jetzt heute Morgen unterwegs gewesen und mein Mann hat die entgegengenommen, deswegen kann ich jetzt gleich die Glühbirne reinmachen. Und kann sie euch gleich vorbereiten. Noch ein Tipp zu den Glühbirnen, damit die länger halten. Fasst die nicht mit euren Händen an. Dann habt ihr nämlich ja, verschiedene Öle, Fette an den Händen. Das gebt ihr auf die Glühbirne weiter. Und dann kann die euch schneller durchbrennen. So, Glühbirnchen sitzt drinne. Deckelchen drauf. So, jetzt muss ich einmal hier hinter. So, und dann haben die meisten Lampen hier hinten einen Kippschalter. Seid ihr bereit?
mega, mega, mega hübsch. Also wenn es jetzt noch komplett dunkel hier wäre, würde man es noch ein bisschen besser sehen. Aber ich finde die wunderschön. Also richtig schön sommerlich. Von Weitem wirkt es fast so ein bisschen wie, als würde man in Sonnenuntergang schauen. Tropenfeeling. Also ich... Was sagt ihr? Könnt gerne mal ein paar Herzchen schicken, wenn sie euch auch gefällt. Dann machen wir die mal wieder aus. Denn in der Box ist ja noch vieles, vieles mehr drin. Ja, was haben wir als nächstes? Ein bisschen Füllmaterial. Und dann haben wir eine Mini-Duftlampe noch. Die Daydream ist auch wieder ein rosanes Exemplar. Richtig schön frühlinghaft mit Blüten drauf. Ich habe das im Katalog schon gesehen. So. Also, ich zeige euch auch, wie es aussieht. So sind sie drin. Also, das ist jetzt erstmal nur der Schirm. Ihr könnt ja bei den Minis aussuchen, ob ihr ein Unterteil oder einen Wandstecker dabei haben möchtet. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, für was ich mich entschieden habe. Müssen wir gleich mal gucken. Also jetzt schauen wir uns erstmal den Schirm an. Das ist ja doch immer das Tollste. Da, 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 da. Wow. Seht ihr, wie das perlt? Also die ist nicht einfach nur rosa. Die hat hier so goldene Verzierungen. Die sind gar nicht gold, die sind Roségold. Roségold sind die. Und ich finde die mega hübsch. Die könnt ihr, wie gesagt, entweder hinstellen oder auch für die Wandsteckdose. Und hier oben ist das Schälchen verbaut. Und kann man das erkennen? Es hat so einen tollen Schimmer, wie so ein Perlmutt-Effekt dabei. Wunderschön. Oh, ich freue mich. Ich freue mich schon richtig, die aufzustellen und drumherum zu dekorieren. Jetzt gucke ich nur mal, was ich hier überhaupt für ein Unterteil zubestellt habe. Boah, Papier. Ah, ich habe es mit Unterteil zum Hinstellen bestellt. So, hallo Sandy, bist du auch mit dabei? Wir sind gerade an der Mini-Duftlampe Daydream. Schau mal, wie hübsch. So, jetzt machen wir das Unterteil mit dazu. Das schaut so aus. Ich werde immer zu aufgeregt. Jetzt habe ich noch die ganzen Verpackungen von der anderen Lampe hier stehen. So, haben wir die erstmal weg. So, so schaut das Unterteil aus. Und da wird jetzt quasi der Schirm oben drauf geschraubt. Glühbirne ist immer mit dabei. Und auch hier. Am besten nicht mit den Fingern die Glühbirne anfassen. Ich hole die mir immer so raus, dass die ein Stück rausschaut. Und dann kann man die super einschrauben, ohne dass man sie anfassen muss. So, und dann nehmt ihr euch euren Schirm, setzt den einmal oben drauf und verschraubt das Ganze. So, jetzt muss ich nur mein Kabel ein bisschen länger machen, damit ich an die Steckdose komme. Also die gefällt mir echt richtig, richtig gut. An dieser Lampe sieht man so toll. Ich habe ehrlich gesagt im Katalog gedacht, die wäre so ein bisschen unscheinbar. Und ich habe auch vermutet, sie wäre so ein bisschen altbacken, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde die mega genial. Also wie gesagt, mit diesem Roségold, wie das spiegelt. Jetzt gucken wir mal, wie sie aussieht, wenn sie an ist. Auch hier wieder der Kippschalter. 1, 2, 3. Wow. Ich glaube, man sieht es auf dem Bild jetzt gar nicht so, weil es hier nicht dunkel genug ist. Also ich finde die wunderschön. Und so gut sehen. Es ist wirklich ein ganz toller rosa Ton. Und ihr könnt ihn natürlich auch, wie gesagt, für die Wandsteckdose bekommen. Okay, schauen wir weiter. Huch, das war einmal das Stativ. So, ihr seid aber noch da. Ja, ich habe nichts kaputt gemacht. Okay, die lassen wir gleich aufgebaut.
ja, die Unboxing-Videos, da kann immer alles passieren. Mir ist auch schon mal eine Lampe direkt runtergefallen, aber wir haben zwar ein Leben lang Garantie, beziehungsweise unbegrenzte Garantie, aber ja, wenn man die Lampe natürlich auf den Boden schmeißt, dann hilft die beste Garantie nichts mehr. So, gucken wir, was noch drin ist. Was habe ich noch mitbestellt? Oh, da freue ich mich auch mega drauf. Das ist jetzt keine Lampe, aber unser Waschmittel in einem neuen Duft in Coral Waters. Bin ich echt sehr gespannt. Ich hatte mich eigentlich so sehr auf die Magnolia Linen Wäscheprodukte gefreut. Aber die amerikanischen Freunde, die die Sachen immer schon ein bisschen eher manchmal haben wie wir, haben alle davon geschwärmt, dass der Coral Waters so toll sein soll. Hier ist einmal das Waschmittelkonzentrat. Und passend dazu der Wäscheduft. Und an dem kann man jetzt auch mal ganz easy dran schnuppern. Für alle die, die unser ja, Wäscheduft noch nicht kennen. Ich liebe unseren Wäscheduft. Also es ist wirklich mega genial. Es ist ein Produkt, was komplett ohne tierische Fette auskommt. Ohne Schmierfilm, wie man das von den Weichspülern kennt. Es ist einfach so, sind solche Salzkristalle, die in Duft getränkt sind, die quasi so direkt in die Wäschetrommel reinkommen und dann ganz, ganz toll eure Wäsche beduften. Und in Kombi mit dem passenden Waschmittelkonzentrat braucht ihr halt auch nicht so viel davon. Wenn ihr jetzt ein anderes Waschmittel habt, sehr, 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 sehr frisch. Aber ich liebe das. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Habe ich natürlich nicht nur für mich bestellt. Ich werde natürlich auch wieder Pröbchen draußen machen. Also jeder, der sagt, ich habe auch mal Lust, mit Sensi meine Wäsche zu waschen, schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann mache ich euch was fertig. Passend dazu habe ich mir auch noch den Sensi Fresh bestellt, unser Textilerfrischer, auch als Konzentrat. Von daher ist er wirklich mega, mega, mega gut duftend und ihr braucht so, so wenig davon. Ja, es dauert bei mir immer ein bisschen, bis ich die Verpackung abgefriemelt habe. Deswegen machen wir jetzt erstmal weiter. Vom Duft her ist es ja der gleiche wie von den Wäscheduft. So, ein bisschen was haben wir noch drinne. Haha, ich weiß, auf die, Jennifer, magst du testen? Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Schau mal, hier haben wir noch die Night Sky. Ich weiß, auf die haben sich einige gefreut. Unsere Sternchenlampe. Und jeder, der mich kennt, der weiß, ich liebe diese, ja, die Lampen, die mit dem Mörtel gearbeitet sind, mit diesen Glassplittern drinnen. Und auch hier haben wir wieder so ein Modell, was mit Glassplittern gearbeitet ist, wo wirklich jede Lampe ein bisschen anders ausschaut. Erstmal das Deckelchen dazu. Wie viele ihr könnt übrigens hier oben drin sehen, wie viele Würfel ihr bei welcher Lampe einlegen könnt. Hier steht zum Beispiel eine 4 drauf. Also könnt ihr hier bis zu 4 Würfel einlegen. Ist natürlich viel, aber wenn ihr einen großen Raum habt oder die Düfte sehr intensiv mögt, könnt ihr hier 4 Würfel einlegen. So. Also. Haha. Schön. Und vor allem, wie groß. Schaut mal, die ist fast so groß wie mein Kopf, oder? Ein bisschen größer. Sind größer fast noch. Glühbirnchen. Ta-ta-ta-ta. Ich liebe Sterne. Ich liebe Sterne. Und dann ist er halt auch einfach weiß. Sie passt sich überall an und ich finde es mega, mega, mega gelungen. Ja, also im Lieferumfang habt ihr immer eine Glühbirne mit dabei und es ist immer eine weiße Glühbirne mit enthalten. Ihr könnt aber gerade bei diesem Modell da auch mal ein bisschen experimentieren und wirklich hergehen und mal eine lilane, eine rote, eine blaue oder eine grüne Glühbirne einsetzen. Also da kann man wirklich ein bisschen rumspielen und kann die Lampe dann auch der Umgebung anpassen. Das finde ich total toll. Wenn ihr jetzt alles in Blautönen eingerichtet habt, könnt ihr euch eine neutrale Lampe holen. Ihr könnt dann trotzdem die so gestalten, dass die super bei euch in den Raum passt, wo sie halt eben gerade stehen soll.
So, ich stecke jetzt mittlerweile mal um, weil die müssen wir unbedingt leuchten sehen, würde ich sagen. Die muss man mal ansehen. Also die Kabel von den Lampen sind immer alle relativ lang. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen, wenn ihr eine Lampe irgendwo hinstellen wollt, wo keine Steckdose ist. Ihr habt hier immer, ich weiß nicht, wie man das sieht, so circa 1,50 Meter an Kabel dran. Ne? Und dann kann man ja auch immer noch mal mit einem Verlängerungskabel arbeiten. Okay, jetzt machen wir sie an, oder? 1, 2, 3. Ist die nicht mega? Also eigentlich war mein Favorit der Birds of Paradise, aber wie gesagt, ich liebe das, diese feine Arbeit, diese Handarbeit, dass sie das alles mit der Hand wirklich eingesetzt haben. Ja, schaut euch das mal an, wie im Detail das gearbeitet ist. Ich finde das mega, was da für eine Arbeit und Liebe dahinter steckt. Und schau mal, wie die leuchtet. Ja. Man sieht es jetzt hier in meinem Gesicht so ein bisschen. Ich glaube, wenn man die irgendwo hinstellt, wo die Wand dann dahinter ist, dass man dann richtig toll auch dieses Sternen- und Pünktchenmuster an die Wand projiziert bekommt. Toll. Also ich bin hin und weg. Mega. Das ist halt das Coole am Berater-Dasein, dass man eine der Ersten ist, die die ganzen Lampen zu sehen bekommt und auch mal auspacken darf. Und oh, ich liebe es einfach. So, jetzt kriege ich hier langsam Platzschwierigkeiten. Jetzt mal gucken, was haben wir denn noch drin? Wir haben noch drin, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Knaller. Summer Rain! Ah, hat sie jemand schon gesehen? Entweder auf meinem Instagram oder auf Facebook oder wo auch immer. Ich habe die ja schon des Öfteren in verschiedenen Blickwinkeln und Varianten präsentiert. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich sie endlich hier zu Hause. Also erstmal das Deckelchen. Ich vermute, ja, richtig vermutet, dass es auch wieder rosa ist. Halt immer absolut mit dem Trend und ja, wenn die Trendfarbe mal nicht rosa ist, dann ja, welche denn sonst dieses? Oh. Also das macht mich manchmal schon echt fertig. Also ich weiß gar nicht, jetzt weiß ich gar nicht, was ich euch sagen soll, was meine Lieblingslampe ist, weil hier ist echt eine hübscher wie die andere. Ah. Ta, 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 ta. Ist das nicht mega? Boah, ich finde den Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Wie das mit diesem, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Schaut euch mal das an mit diesem, ja, mit diesem Perleffekt. Das sieht wirklich aus, als hätte es gegen diese Lampe dagegen geregnet. Also mega. Hier ein bisschen weiter weg. Die ist echt der Knaller. Was sagt ihr? Ich finde sie mega. Jetzt machen wir sie nochmal an. Glühbirnchen rein. Ich glaube auch bei dieser Lampe kommt es ziemlich cool, wenn man dann mal verschiedene Glühbirnchen mit reinmacht. Dass ich denke, ich bin wieder da. Könnt ihr mich noch sehen? Ich glaube, mein Internet hatte sich jetzt mal eine kurze Sekunde verabschiedet. Aber ich hoffe, ihr seht mich wieder. Ansonsten könnt ihr leider nicht sehen, wie schön die Summer Rain leuchtet. So, Glühbirnchen sitzt. Auf die Plätze. Fertig. Ah, wie cool. Mega, oder? Mega. Ein Sonnenuntergang. Ein verregneter Sonnenuntergang. So könnte man es nennen, oder? Also, wenn man die live sieht, das ist der Oberknaller. Also, das ist wirklich wunderschön. Und wie gesagt, wenn ihr hier eine grüne oder eine blaue Glühbirne reinmacht, dann habt ihr halt eben das dementsprechende Licht. Aber ich finde, diese Farbgebung ist mega, weil mich das total an Urlaub erinnert. Wenn man, ja, wir waren in Kuba und waren am Meer und haben diesen Sonnenuntergang gesehen. Und wenn es dann regnet und das Wasser gegen die Hotelzimmerscheibe plätschert. Schön, oder? Mega, mega hübsch. Cool. Machen wir weiter, weil wir haben noch ein bisschen was im Karton und ich muss gleich auch
mein Junior vom Kindergarten abholen. ja, wir haben an Lampen war es das erstmal. Aber wir haben noch den neuen Diffuserschirm. Explore heißt er. Und ich bin echt gespannt. Ich bin ja jetzt kein Blau-Fan, aber ich glaube, der ist gar nicht allzu blau. Und ich wollte natürlich auf jeden Fall haben, um mit euch zu teilen. Und deswegen, ta-ta-ta-ta. Wow, hallo. Er ist blau. Ja, er hat blau mit drin. Da-da-da-da. Ist der nicht mega? Schaut mal hin. Also das ist Glas. Und hier ist auch wieder jeder Schirm anders. Jeder Schirm hat eine andere Farbgebung. Aber ich finde den mega, mega hübsch. Ja, kann ich jetzt leider nicht leuchtend zeigen, weil mein Diffuser am anderen Ende vom Raum steht. Aber mache ich euch nachher auf jeden Fall noch Bilder von. So. Okay, jetzt sind wir dann auch schon fast durch. Das war einmal der Diffuser Schirm Explore. Also da... Bei dem Diffuser, die haut es einem einfach immer um, wenn man es dann quasi auf die Basis draufstellt und auch mal leuchtend sehen. Aber das ist, wie gesagt, da kriegt ihr auf jeden Fall noch Bild und wenn ihr mögt, auch Videomaterial dazu. So, und passend zu dem Diffusi habe ich natürlich auch zwei neue Öle mitbestellt. Einmal Wild Coconut and Sugar Cane und einmal Melon Water and Aloe, weil es genau zwei Sachen sind, die ich persönlich liebe, liebe, liebe. Ich liebe Kokos und ich liebe Melone. Ja, es liegt wahrscheinlich an meiner Leidenschaft zum Reisen. Das verbinde ich einfach immer mit, ja, mit Urlaub und sorgenfrei. Einem geht's gut und man lässt die Seele baumeln. Wir fangen mal an mit Wild Coconut. Ja, falsch gemacht. Eigentlich soll man immer im Deckel schnuppern. Boah. Boah. Also der ist wirklich Kokosnuss. Oh, leicht süß. Kommt man sich immer so blöd vor. Aber ja, der, ich glaube, den nehme ich als erstes und mache ihn mal in die Diffuser rein. Also wer Kokos mag, glaube ich, kommt hierbei richtig auf seine Kosten. So, das war der eine. Und jetzt haben wir noch den Melon Water and Aloe. Ich finde die Düfte, wo Aloe mit drin sind, die sind immer sehr, sehr angenehm. Nicht zu schwer, nicht zu wuchtig. Ich bin gespannt, weil es ist ja nicht reine Melone, sondern es ist ja Melonenwasser, Melon Water. Oh, oh ja. Sehr, sehr angenehm. Oh, also der ist richtig gut. Der hat sowas, ja, ein bisschen was Kräftiges, eine kräftige Melonennote, aber wie ich schon vermutet hatte mit diesem Aloe im Hintergrund, wirkt er trotzdem wieder sanft. Also es ist schwierig, man muss es einfach mal schnuppern. Ich bringe es natürlich auf die Live-Partys immer mit zum Riechen und ansonsten ist es immer schwierig, Pröbchen daraus zu machen. Ich habe Duftsticker, an denen man dann auch reiben und riechen kann. Aber ja, die Öle sind wirklich immer sehr, sehr besonders, sehr ja, individuell. Nicht einfach nur Zitrone und das war's, sondern wirklich ja, ganz ausgefallene Dinge. Deswegen sind die Essenzöle besonders toll. Ihr braucht davon auch wirklich sehr, sehr wenig davon im Diffuser. So, eine weitere Sache, ich bin schon nebenbei am Aufpacken, ist das Body Spray. Hab's ja erwähnt, ich liebe Kokos. Und Coconut Daiquiri gab's letztes Jahr in der Sommerkollektion. Und dieses Jahr ist es als Körperspray und nicht nur als Körperspray. Ich bekomme noch eine zweite Lieferung, die ist aber noch nicht mit dabei. Die habe ich eigentlich nur ein paar Stunden später bestellt. Aber ja, so ist das manchmal. Und da sind noch die anderen Sachen mit drin. Es gibt nämlich auch ein Duschgel und ein Badesalz und. Und alles von Coconut Daiquiri und neu auch von Make a Splash. Also wer so ein bisschen Apfel mag und Melone mag, dann ist, glaube ich, eher der Make a Splash interessant. Ja. Wenn man es denn aufkriegt, dann kann man es auch mal riechen. So, einmal hier.
Also ich liebe die Bodysprays vor allem im Sommer. Dann kommen die nämlich immer direkt hier hinten in den Kühlschrank rein. Ich habe dann auch mehrere und nehme die im Sommer mit ins Freibad, mit in den Freizeitpark. Es ist halt nicht so schwer wie ein Parfum, sondern ihr könnt das immer einfach aufsprühen. Also ich finde das mega gut. Jetzt gucken wir mal. Zack, zack, zack. Also ihr seht, das kommt ganz, oh, ganz fein vernebelt raus. Hi Jenny. Orlei, wow. Also es ist mega, mega gut. Ich kann gar nichts anderes dazu sagen. Ihr könnt es natürlich nicht nur als Body, sondern auch, sieht man es, als Haarduft benutzen, weil das wirklich so, so fein vernebelt ist. Das fällt überhaupt nicht ins Gewicht, also kriegt da kein Schmier oder so in die Haare. Ich finde das total genial. Wie gesagt, im Sommer ruhig im Kühlschrank kühl lagern und dann auf die Haut sprühen. Und das riecht einfach nur nach Urlaub. Nach Urlaub pur. Also für mich riecht es nach Kuba, nach Mexiko, nach tropisch. Und ihr könnt es halt einfach auch mal 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal am Tag sprühen. Ein Parfum macht da einmal drauf und dann irgendwann riecht man es ja selber nicht mehr. Deswegen finde ich die Body Sprays auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Ja, cool. Jetzt ist meine Box leer. Meine Küche sieht jetzt aus wie verrückt, weil ich hier alles ausgepackt habe. Ich werde jetzt gucken, wo die neuen Lampen hinkommen. Erstmal meinen Schnucki aus dem Kindergarten abholen. Und ja, freut euch auf die Bilder, wo ich die Lampen hindekoriert habt. Wie gesagt, wenn ihr einen Favorit habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Hast du schon ganz viele Düfte? Toll. Genau, und dann sehen und hören wir uns wieder und ja, ich wünsche euch noch einen tollen Mittwoch aber heute. Ciao, ciao!